Heute erfahren wir eine ganz wichtige Botschaft von Erzengel Michael über das aktuelle Weltgeschehen. Wir sind zutiefst schockiert über all das, was gerade passiert, über all das, was über unseren Köpfen einfach so entschieden wird, ohne uns zu fragen, denn wir alle sind doch einer ganz anderen Meinung. Wir möchten Frieden. Wir möchten, dass es jedem gut geht. Erzengel Michael hat eine wichtige Botschaft und es ist gut, dass du da bist und es ist auch ganz wichtig, dass du das Video bis zum Schluss anhörst, um genau Bescheid zu wissen. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Monika Neriana Kardinal und ich habe dieses schöne Buch, Das kosmische Wissen von den Plejaden, geschrieben. Wenn du dich dafür interessierst, darfst du gerne auf den Link unter dem Video klicken und dich informieren. Ja, und heute bekommen wir diese ganz wichtige Botschaft von Erzengel Michael über das aktuelle Weltgeschehen. Ich selbst bin zutiefst schockiert über das, was gerade geschieht. Und ihr habt mich auch angerufen, ihr habt mir auch geschrieben und ihr habt gesagt, bitte, Nirjana, tu was, mach was, können wir was zusammen machen, dass sich das ändert. Und ja, hier ist jetzt dieses Video dafür. Ich danke euch, dass ihr da so zusammensteht und dass wir doch dadurch auch wissen, dass wir zusammen vieles erreichen können. Das, was gerade geschieht, ist nicht in Ordnung und es kann in eine ganz falsche Richtung gehen, die eigentlich gar nicht so gut ist für uns alle. Was wichtig ist, zu wissen, dass wir in dieser Übergangsphase, in der wir sind, verschiedene Prüfungen durchlaufen müssen, dass wir bestimmte Stadien durchlaufen müssen, einfach damit sich etwas ändern kann. Das ist richtig. Nur wenn zu viele Menschen leiden, und das habt ihr mir auch am Telefon gesagt, dann ist einfach irgendwas nicht richtig. Irgendwas stimmt nicht und es ist wichtig, dass wir da wieder eine göttliche Ordnung in das Ganze hineinbekommen. Es kann nicht sein, dass ein paar einzelne Menschen so ein Unheil über die Erde bringen, sage ich jetzt mal, das darf nicht sein. Und Erzengel Michael hat dazu eine ganz besondere Meinung und die werden wir uns jetzt anhören. Und alle, die im Engel-Webinar waren mit Erzengel Michael, die haben ja schon ganz besondere Werkzeuge bekommen, um eben mit diesen zu wirken und auch ganz viel für unsere Gesellschaft und natürlich auch für sich selbst zu tun. Deswegen ist es ganz besonders wichtig, dass du heute dabei bist und wir werden jetzt auch gleich beginnen. So wünsche ich euch ganz viel Freude mit dieser Botschaft, mit diesem Video und übrigens hier, das soll so die Erde sein und das Licht der Erde, es ist da, wir vergrößern es, wir halten es und wir vergrößern es. Es strahlt überall hin und so werden wir nachher in der Botschaft auch zusammenwirken. So, und jetzt beginnen wir. Ich habe hier nochmal die Erzengel Michael Essenz, damit ich mich noch besonders gut mit ihm verbinden kann. Ich schicke euch mal ein bisschen Energie rüber und jetzt wünsche ich euch ganz viel Freude. Smarana, geliebte Menschen, Erzengel Michael spricht heute zu euch. Ich bringe eine Botschaft des Göttlichen, die dein Herz berühren wird. Wir, die geistigen Wesen, wissen, dass ihr gerade eine schwierige Zeit durchmacht. Die Welt ist Zeuge eines noch nie dagewesenen Wandels und Umbruchs. Wir möchten dir versichern, dass du dabei nicht alleine bist und dass wir bei dir sind. Du brauchst uns nur zu rufen. Meine Botschaft ist, dass ihr und jeder einzelne von euch unermesslich mächtig ist und dass ihr in dieser Zeit der Dunkelheit ein Leuchtfeuer für andere sein könnt. Seid freundlich zu euch selbst und zueinander und gemeinsam werden wir eine bessere Welt für alle manifestieren.
Es gibt zurzeit viele niedere Energien in den kollektiven Denkmustern der Erde. Viele Machthaber sind verblendet von Macht und Geld und treffen Entscheidungen, die der Welt nicht gut tun. Sie sind von der negativen Seite befallen und wissen nicht, was sie tun. Diese niederen Energien gilt es zu transformieren. Aus diesem Grunde bin ich heute gekommen, um mit euch allen zu wirken. Es kann sich auf der Erde nur etwas zum Positiven verändern, wenn diese negativen kriegerischen Energien sich auflösen. So lasst uns in dieser Botschaft heute und so oft du später möchtest, zusammenwirken. Wir sehen das Potenzial für sehr viel Gutes, das in diesen schwierigen Zeiten liegt, wenn wir unsere Herzen für Möglichkeiten und Ermächtigungen öffnen. Die Energie des Wandels, sie ist bereits da, aber sie muss gelenkt werden mit Mut, Glauben und Anmut. Eure Widerstandsfähigkeit und Kraft, dies wird auf die Probe gestellt. Aber mit der göttlichen Liebe und deiner eigenen inneren Stärke könnt ihr jede Herausforderung meistern, die sich stellt. Und wir, die Engel, wir sind davon überzeugt, dass ihr dies könnt. Im Moment scheint es für viele, dass die Zukunft ungewiss ist, aber gemeinsam seid ihr stark genug, um etwas zum Besseren zu bewirken. Ihr seid diejenigen, die alles ändern könnt. So lasst uns diesen Moment des Chaos als Chance begreifen, zu heilen, zu erschaffen und zu wachsen. Ihr solltet als Kollektiv zusammenkommen, um die Schwingung von Liebe und Frieden auf der Erde zu erhöhen. Liebe Menschen, werdet aktiv und geht aus eurer Komfortzone heraus. Jeder Einzelne ist jetzt wichtig. Es ist Zeit zu erkennen, dass ihr euch nicht alles gefallen lassen müsst. So lasst uns nun mit der großen Reinigung der negativen Energien auf der Erde beginnen. Und so nimm jetzt bitte einen tiefen Atemzug des Lichtes von Erzengel Michael und dehne dich mit diesem Licht aus, so weit wie du es kannst. Sieh, wie dieses Licht in alle Richtungen strahlt und wisse, dass es die Macht hat, Frieden, Heilung und Transformation zu bringen. Lenke nun dieses Licht mit deinem Fokus zu den Menschen, die sehr tief in negativen Energien verstrickt sind. Zu den Machthabern, die verblendet sind von Macht und Gier. Ich lege nun das Licht der Transformation auf deinen Herzensstrahl. Und du sendest es voller Kraft auf die Erde, zu all den Stellen und Gebieten, die du für richtig empfindest. Dein Fokus und dein Wille reichen aus, damit dies jetzt geschieht. So lass die Energie fließen und spüre, dass du nicht alleine bist,
sondern dass ihr viele seid. Dass ihr stark und mächtig seid und sich durch euren Willen und eure Kraft alles verändern kann. Lasst das Licht weiterhin fließen, die transformierende Energie wird alles, was hinderlich ist, lösen. Versteht in eurem Herzen, dass ihr diejenigen seid, die bestimmen, was geschehen soll. Spürt die Kraft eures Willens und Glaubens und wisset, dass wir gemeinsam eine neue, schönere Welt erschaffen werden. So wird durch deinen Herzensstrahl die Welt von negativen Energien befreit und Platz gemacht für Frieden und Liebe. Lass deinen Herzensstrahl noch ein wenig kreisen, denn alles, was du jetzt gerade tust, dient zum allerhöchsten Wohle aller. Vielleicht spürst du, wie sich bereits vieles auflösen konnte und die dunklen Energien sich zu lösen beginnen. Vielleicht spürst du das Licht, wie es sich ausdehnt und strahlt. Dann weißt du, dass dies alles der Beginn der positiven Veränderung ist. Und dass durch deine Liebe Licht und Liebe auf die Erde fließen. Dass durch dich sich alles verändern kann. Lieber Herzensmensch, Erzengel Michael versichert dir, dass wir die Engel immer bei dir sind. Dass wir dich schützen und tragen und du nur zu rufen brauchst und schon sind wir da, an deiner Seite. Und so empfange den Gruß des Lichtes von Smarana und wisse, dass du so sehr geliebt bist. Dein Erzengel Michael. Lieber Erzengel Michael, ich danke dir sehr für deine Botschaft. Und ich danke auch euch allen, dass ihr dabei wart und dass wir gemeinsam so viel transformieren konnten. Und wiederhole immer, wenn es dein Impuls dir sagt, diese Botschaft und wirke mit uns zusammen. Wir sehen uns zum nächsten Video und wenn es dir gefallen hat, like und abonniere meinen Kanal. Ich danke dir sehr. Alles, alles Liebe.